Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4 in den Küstenruinen. Wir befinden uns hier gerade in einer Mischung aus Wasserstoff und Sauerstoff, auch H2O genannt, nämlich dem Meerwasser der Küstenruinen. Und hier ist nicht nur Sauerstoff und Wasserstoff drin, sondern auch ganz viel Salz und Algengrütze, weil wir uns hier in Meerwasser befinden. Aber das will ich jetzt nicht weiter auslegen. Ich würde sagen, wir tauchen direkt ins nächste Level. Und ich habe hier eine ganz, ganz tolle Musik in Erinnerung. Das müssen wir natürlich hervorheben, indem ich die Musik hochschraube. Und jetzt hat sich die Musik aufgehängt. Ich fasse es nicht. Naja. Ich mache das Ganze wieder zurück, wie es war. Ich finde das eine sehr schöne Unterwassermelodie und die unterstreicht dieses Unterwasserlevel nochmal richtig. Und ich glaube, jetzt kommen wir nämlich auch schon ins neue Level. Wir bleiben nämlich nicht in den Küstenruinen, sondern wir kommen... Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Luft. Ich muss erstmal Luft holen. Und da ist die Musik schon wieder. Und diesmal hängt sie sich hoffentlich nicht auf. So, da oben können wir schnell Luft holen. Wunderbar. Und dann gucken wir einfach mal, wie das Level heißt. Das ist ja ein Durcheinander, was ich hier abgespeichert habe. Und zwar der Isis-Tempel von Pharos. Und wenn ihr in der letzten Folge aufgepasst habt, könnt ihr euch vielleicht sogar schon vorstellen, was wir in diesem Level machen müssen. Das ist natürlich hier ein Hammerhai. Den müssen wir natürlich sofort ausweichen. Kommt er wieder hoch? Also ich finde, das sind ja wirklich ganz, ganz tolle Tiere. Aber bei Tomb Raider sind die natürlich ein bisschen ätzend. Und die tun uns weh. Und ich würde die natürlich echt gern abknallen. Hier. Ich sehe den aber jetzt. Ach, da unten ist er. Das Problem bei Tomb Raider 4 ist, dass es in diesem Spiel keine Unterwasserkampfwaffe gibt. Also es gibt keine Harpune und es gibt auch keine Machete oder irgendwas, mit dem man unter Wasser kämpfen kann. Das ist natürlich bei Tomb Raider 4 ein bisschen schwierig. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich jetzt hinkomme. Zurück in die Küstenruinen. Na gut. Aber hier will ich jetzt eigentlich gar nicht hin, deswegen lade ich das gerade wieder. Und dann ist das wahrscheinlich ein Ausgang oder ein Rückweg. Auf jeden Fall wollen wir da nicht hin, wir wollen nämlich hier unter Wasser weitermachen. Und leider können wir unter Wasser nicht kämpfen, weil wir haben keine Harpune und müssen somit diesem Hammerhai ausweichen. Okay, ich sehe schon den Schatten vom Hammerhai und durch diese Tür müssen wir letztendlich durch. Und die können wir nur öffnen, wenn wir Pharos Säule und Pharos Knoten einsetzen. Und die beiden Dinger haben wir nämlich in der verschwundenen Bibliothek gefunden. Und die brauchen wir jetzt hier. Der Hammerhai ist echt ätzend. Vielleicht kann ich den von hier abknallen. Na? Wenn er wieder hierher getaucht kommt. Aber ich glaube, der kommt nicht, gell? Ich gehe nochmal gerade ins Wasser und lock den mal ein bisschen. Hier, der kommt jetzt bestimmt gleich hier hoch. Komm her. Hier ist ganz junges Lara-Fleisch und das schmeckt ganz, ganz lecker. Komm doch mal her. Ach, Hammerhai, bitte. Wir mögen dich doch alle ganz, ganz gern. Komm mal her, komm. Komm, hier ist ganz, ganz frisches Lara-Fleisch. Schmeckt ganz, ganz besonders gut. Komm her. Komm her. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und umdrehen, Lara, schneller. Oh, Lara. Das war schlecht. Ja, jetzt haben wir den Hammerhai gefetzt. Hat zwar 3 Schuss gekostet, aber egal. Gut, der Hammerhai geht uns jetzt schon mal nicht mehr auf die Nerven. Wie viel Schuss haben wir überhaupt noch? Muss ich gerade erstmal gucken, wir haben 35 Schuss auf der Explosivammo.
Und wir setzen Pharos Knoten ein. Wunderbar. Jetzt müssen wir natürlich noch auf der anderen Seite Pharos Säule einsetzen. Und ich glaube, dann kommen wir schon wieder in ein neues Level. Und das war es dann schon mit dem Isis-Tempel von Pharos. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Das ist nämlich hier oben, aber ich will gerade nochmal hier gucken. Nochmal ganz kurz, ob hier nicht irgendwo noch was rumliegt auf dem Boden oder so. Aber ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock, diese ganze Unterwassergegend abzutauchen. Deswegen würde ich sagen, tauchen wir gleich zur Pharos Säule. Die wir, glaube ich, hier direkt um die Ecke schon einsetzen können. Genau, hier, Pharos Säule. Gut, und ich glaube, jetzt haben wir die Unterwassertür geöffnet. Und ich bin jetzt mal echt gespannt, in welches Level wir kommen. Ich glaube, dass das mit diesem maschinellen Käfer, den man da über diese Spieße laufen lassen kann. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Oder ist das jetzt alles noch der Isis-Tempel von Pharos mit diesem Käfer da, den man über diese Stacheln laufen lassen kann und so? Ah, schöne Musik. Das ist die Musik für den Isis-Tempel von Pharos. Und ich habe keine Ahnung, was man hier machen kann. Hier in der Ecke liegt schon mal nichts. Und in der anderen Ecke ist der kleine Bruder vom Nichts, nämlich auch nichts. So. Ja, und im Wasser liegt, glaube ich, auch nichts drin rum. Ist ja alles nichts hier. Ist ja echt schlimm. Ah, nee, da ist doch was. Und zwar ein Skelettkrieger, der uns hier schon wieder abschlachten wollte, aber dem wir natürlich nicht die Möglichkeit dazu gegeben haben, weil er uns wieder mal tierisch genervt hat. Oder menschlich genervt hat, weil es war ja ein Menschenskelett und kein Tierskelett. Ah, ich erinnere mich. Das sind drei Türen. Und ich glaube, bei einer Tür geht's weiter und bei zwei nicht. Wir gucken uns das Ganze einfach mal an und tauchen mal diesen schönen Gang hier lang. Okay. Gehen wir mal raus. Ich glaube, hier geht's weiter. Das sieht ganz eindeutig danach aus, dass es hier weitergeht. Deswegen tauche ich gleich wieder zurück und gehe jetzt mal in die anderen beiden Tauchgänge. Gehen wir jetzt mal nach rechts, um zu gucken, was da drin ist. Genau. Lara, du kannst es ganz, ganz toll. So, hier ist nämlich nicht so viel drin, wie ihr sehen könnt. Da sind wir wieder beim Thema. Hier ist nämlich nichts drin. Hier ist nichts. Warum gibt es diese Tür? Warum gibt es diesen Raum? Könnt ihr mir das erklären? Ganz schlimm. So, dann gehen wir halt in die andere Tür. Vielleicht ist da ja mal was drin. Also gar nichts in so einer Tür. Das gibt es echt selten bei Tomb Raider. Und die Luft wird auch knapp. Und will das Spiel mich eigentlich verarschen? Hier ist auch nichts drin. Ja, dann hat sich das ja erledigt. Ja, aber ich muss jetzt mal Luft holen. Okay, gerade noch so. Ein Ticken Leben haben wir sogar verloren. Also, da habt ihr mal gesehen, die zwei Türen haben überhaupt nichts gebracht. Ich gucke jetzt gerade noch mal rein, weil ich das irgendwie nicht glauben kann. Aber hier ist wirklich nichts. Hier ist nichts. Nada. Niente. Zero. Null. Es gibt noch ein Wort für Zero auf Englisch. Also man kann Null. Für Null kann man auf Englisch Zero sagen und noch irgendwas. Da ist ein Fliegegegner. Seht ihr das? Und der kommt unter Wasser? Nee, gell? Weil wir hatten bei Tomb Raider The Sacred Emerald schon mal so einen Gegner unter Wasser. Das war total lustig. Vielleicht erinnert ihr euch dran. Okay, zwei Schüsse mit der Explosivammo und dieses Viech ist tot. Was mir an diesem Level besonders viel Spaß macht, sind auf jeden Fall die Kisten. Weil man da ganz, ganz viel Munition findet. Und Medipacks und mit allem drum und dran. Und hier nochmal Munition. Munition. Das lohnt sich mal so richtig. Hier eine Kiste. Auch wieder Munition.
Hier, da können wir echt drin baden gehen in der Munition. Über 200 Schuss schon auf der einen Schrotammo. Das müsst ihr euch mal überlegen. Und das. Ein großes Medipack und Schrotmunition. Okay. Hier im Wasser ist mal wieder nichts. Das kennen wir ja von dem Level irgendwie. Einfach nichts. Und hier sind natürlich wieder drei Treppen und wahrscheinlich führt nur eine zum Weitergang des Spiels. Also hier geht es auf jeden Fall weiter. Ich gehe erstmal in die anderen Richtungen, bevor da wieder nur Sackgassen sind und da gar nichts ist. Wir kennen ja das Spiel, ne? Achso, ich dachte schon, hier ist nichts, aber hier ist ein Gang. Ah, das sieht ganz schön aus hier, muss ich sagen. Also hier bleibe ich erstmal. Erstmal so ein paar Kisten einschießen. Und diese Kisten erinnern mich irgendwie immer an so ein Picknick. Weil das sieht aus, als wären da so Picknickdecken drauf. Also könnten wir hier in dem Isis-Tempel von Pharos ein bisschen Picknick machen. Ich finde es aber ein ganz schönes Level, muss ich echt sagen. Also das Level. Oh, da liegt noch was. Das Level gefällt mir echt gut, von der Atmosphäre auch. Und es wird auch noch viel schöner mit Natur und so. Aber da kommen wir später dazu. Und das war der erste Blindgänger, eine Kiste, in der nichts drin ist. Naja, soweit so gut. Nach da kommen wir später auf jeden Fall. Da würde ich jetzt noch nicht hingehen, weil da brauchen wir nämlich erst noch vier Käfer, glaube ich. Und die müssen wir erst finden. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal in diese Richtung, damit wir schon mal so eine kleine Übersicht haben, was wo ist, wo es weitergeht, was man wo machen kann. Und da sind wir auch schon wieder in einem neuen Level. Der Palast der Kleopatra, da erinnere ich mich dran. Das ist ein tolles Level. Also das habe ich gemeint mit der Natur vorhin. Also das finde ich ein richtig, richtig tolles Level. Hat eine richtig schöne Atmosphäre. Und die heben wir uns natürlich zum Schluss auf. Ganz einfach deswegen, weil ich jetzt nochmal in die andere Richtung will. Im alten Level gab es ja noch eine Treppe, wo wir gesagt haben, nee, das ist mir zu viel. Wie jetzt? Hier kommt noch so ein Viech oder was? So ein Lavados. Oder so ein Zapdos. Hier, das ist eigentlich so ein Zapdos, gell? Von Pokémon. Wem das jetzt nichts sagt. Aber Zapdos macht Blitze und kein Feuer. Und das war gelbes Feuer. Also vielleicht eine Mischung aus Lavados und Zapdos. Und ich kenne auch so ein Tomb-Raider-Spiel, da gibt es die in Blau. Das sieht aus wie Arktos. Okay. Oh, hinter mir ist die Tür zugegangen. Ich hoffe, wir kommen hier wieder raus. Das sieht irgendwie auffällig aus, aber das ist keine Tür zum Öffnen. Ich glaube, das ist eine Bodenluke. Und hier drüben ist auch noch eine. Ah, da kann man dann hochklettern. Okay. Gut. Wer ist das? Ist das Pharos? Oder ist das Kleopatra? Das kann Kleopatra sein. Weil das nächste Level ist ja der Tempel. Ne, der Palast der Kleopatra. Und deswegen könnte das wirklich Kleopatra sein. Ah. Also wir suchen nämlich nach vier von diesen Skarabäusen. Und das ist schon mal einer davon. Können wir nämlich schon mal hier rausbrechen. Genau. Und da kommen natürlich Skarabäuse raus. Ist ja klar. Und dieser Käfer ist zerbrochen. Lara, hau ab. Und dieser Käfer ist zerbrochen. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir den brauchen. Ich glaube, wir brauchen nur die ganzen. Wo der Zerbrochene hin muss, weiß ich nicht. Auf jeden Fall holen wir jetzt hier auch noch einen raus. Und der sieht ganz aus. Ein schwarzer Käfer, den brauchen wir auf jeden Fall. Und jetzt verlieren wir hier wieder einen Haufen Leben. Und Musik. Schnell hier hoch. Ich weiß nicht, ob die Käfer. Doch, die kommen hier hoch. Oh, die kommen hier ganz hoch sogar. Aber ich glaube nicht bis hier oben. Da können wir hier in Ruhe den Schalter drücken. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch, um dann die Tür zu öffnen. Nicht so viel Leben verlieren, Lara. Das Leben brauchen wir noch.
und den Schalter. So, und das hat uns jetzt, glaube ich, den Ausgang geöffnet. Ich muss ein Medipack nehmen. Kleines reicht. Und schnell raus. Nee, wo ist die Tür? Ich habe gedacht, die Tür wäre offen. Eine Luke. Okay. Dann fallen die jetzt hier alle runter. Und hier auf dem Boden weiß ich nicht, ob man hier was finden kann. Nein, ich glaube, das ist einfach nur der Boden, damit die Skarabäuse nicht hier hochkommen. Also schnell wieder hier hochklettern. Weil ich glaube, so hoch kommen die Viecher nicht. Gut, also hier sind wir jetzt, glaube ich, schon mal wieder etwas sicherer. Oh nein, jetzt kommen hier welche von oben. Also an diesen Viechern verliert man echt einen Haufen Leben. Ist echt so. Und da kommen auch wieder ganz viele. Und hier und darüber. So, okay. In der Hoffnung, dass die Viecher nicht hier hochkommen. Genau, die brauchen wir auf jeden Fall. Das ist dieser Zündschlüssel. Und jetzt machen wir die Tür wieder auf. Wunderbar. Und schnell, Lara, bevor wir wieder einen Haufen Leben verlieren. Hier die Leiter hoch. Und die anderen Skarabäuse erstmal runterfallen lassen. In die unendlichen Tiefen, dass die hier nie wieder rauskommen. Genau, fallt ruhig hier alle rein. Ich verlasse euch jetzt. Ich hoffe, ihr wart auch alle. Ich sehe jetzt hier keinen mehr. Das heißt, wir haben unseren Job ganz gut gemacht. Und haben nämlich jetzt zum einen diesen Zündschlüssel, diesen Aufziehschlüssel für diesen Skarabäuskäfer, der laufen kann. Einen schwarzen Käfer und einen zerbrochenen Käfer. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo man den zerbrochenen Käfer braucht. Werden wir alles noch sehen. Und hier kommt wieder ein Skelettkrieger. Der leider nicht mehr lebt. Gut, der hat vorher schon nicht gelebt, das war ja ein Skelett. Okay, jetzt will ich gerade hier nochmal in Ruhe gucken. Und zwar kann man nämlich hier diese Käfer einsetzen. Ah. So, wunderbar. Und hier gibt es auch verschiedene Wege, aber die wir uns dann in der nächsten Folge anschauen werden. Also hier sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.